Willkommen zu Tag 2 hier auf der Glow in Essen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 2 hier auf der Glow in Essen. Ja, die Brina ist auch wieder am Start. Wir sind sehr gespannt. Gestern hatten wir jetzt nochmal Revue passieren lassen, den ersten Tag. Also wir fanden es tatsächlich schlechter als die anderen Glows. Brina war ja eh die Expertin und viele tolle Marken gefehlt. Ja, viele tolle Marken wie Nivea, was fehlt noch? Detox, glaube ich. Also ja. Detox war ganz wichtig eigentlich. McDonald's. Nature Box. Ja. Ja, McDonald's mit Kaffee und allem möglichen. Also einige tolle Marken, die wir leider vermisst haben dieses Jahr. Und mal gucken, wie es heute wird. Gestern war es ja relativ voll und viele lange Schlangen. Wir haben auch einiges abzuarbeiten. Wir möchten noch zu DM, wir möchten noch zu No Cosmetics, zu Wilkinson waren wir noch nicht. Und haben wir was vergessen, was Großes? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was rechts von unserem Plan aus. Apropos, ich habe mein Gewinnspiel-Dings vergessen. Meine Mappe, wo wir schon 2 Sticker gesammelt haben. Nee, egal. Habe ich in meiner anderen Tasche. Egal. Nicht so dramatisch. Ja, also wir sind sehr gespannt und ich nehme euch heute natürlich wieder mit. Die sammeln in allen Farben, gibt es ja in den Filialen zu kaufen, aber das hier ist eine Glow Edition. Ja, wir sind jetzt hier bei DM und unsere erste Anlaufstelle. Hier ist auch eine sehr, sehr lange Schlange. Mal sehen, wie lange wir warten. Wir wechseln uns dann immer ab, auf Toilette gehen oder mal einen anderen Stand. Muss erst mal abpudern. Ich glänze wie ein Honigkuchen, ja. Wir haben jetzt unsere Taktik ein bisschen geändert, da ja hier so viel los ist bei DM. Teilen wir uns jetzt auf. Einer bleibt immer in der Schlange und die anderen dürfen sich dann woanders anstellen, wo es kürzere Schlangen gibt. Wir waren jetzt hier schon haben eine Nagelfeile bekommen und Augenpads. Brina ist gerade bei diesem Motion-Foto von DM, da gibt es auch was. Ja. Und dann wechseln wir uns immer ab. Einer bleibt hier stehen und die anderen dürfen zu den anderen Ständen laufen. Zweimal gelb, schon mal gut. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich räume ab. Ich bin richtig gut. Ich bin die Reinigungsmilch. Und. Und. Woo! Ich hab gewonnen! So, Brina probiert's jetzt mit dem Greifarm. Mal sehen, ob sie Glück hat. Erstmal abchecken. Mach du. Ein richtig schöner Stand von No Cosmetics. Ich habe schon ganz viele Produkte von denen probiert. Die Serien sind richtig gut fürs Gesicht. Es gibt auch verschiedene. Ich gehe mal gleich darüber und zeige sie euch. Sehr lustig, normalerweise. Hier seht ihr die Auswahl. Gibt es auch bei DM zu kaufen. Richtig gut. Also kann ich ganz klar weiterempfehlen.
Ja, ich laufe jetzt gerade mal hier ein bisschen rum und zeige euch mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Hier gibt es das Wasser, hier kann man sich einfach Wasser rausnehmen und eine schöne Fotolocation. Hier gibt es Outdoor Freaks, muss man so 3 gewinnen, mal haben wir gestern schon gemacht, mit festes Shampoo und Duschgel, aber irgendwie war das bei uns allen 3 nicht so prickelnd. Hier gibt es Hülle der Löwen Produkte, Astalea, Sumé kenne ich jetzt nicht, da gibt es Washies. Hier gibt es diese Nagelfeile, die habe ich jetzt auch mal gekauft. Ich finde die ganz gut. Da gibt es Summer Saver, finde ich auch richtig gut. Als Produkt habe ich mir auch direkt gekauft bei der Höhle der Löwen. Kann ich empfehlen, ist halt, wenn man Frauen, die halt im Sommer, wenn man zwischen den Beinen schwitzt und es reibt, ich bin gerade aus dem Konzert, weil Brina mir geschrieben hat. Also, Summer Saver ist, wenn man zwischen den Beinen zum Beispiel reibt, kann man sich das zwischen die Beine schmieren und dann reibt es nicht und dann tut es auch nicht mehr weh. Ja, richtig gut, habe ich auch schon getestet. Gutes Produkt. Ja, jetzt muss ich zurück zu Brina, die wartet hier nämlich bei Wilkinson an. Hier gibt es Periodenunterwäsche, bin ich auch ein richtig guter Fan, muss ich sagen. Ich mag Periodenunterwäsche, ist richtig gut. Hab mir auch hier eine gekauft, nämlich es gibt Messerabatt von 30%. Und ja, jetzt gehe ich mal zurück zur Brina, die hier irgendwo, da ist sie. Da sind sie. Wir sind jetzt gleich bei Wilkinson dran und Hawaiian Tropic. Ich mag tatsächlich sehr gerne die Sonnencreme von denen. Mal gucken, es gibt Selbstbräuner, es gibt Strand... Irgendwas, es gibt Goodie Bags, ja, mal gucken. Aber es gibt keinen Verlierer, das ist schon mal gut. Das finde ich bei den Drehdingern immer ganz blöd, wenn man sich so lange anstellt und man gewinnt da nichts. So, Brina ist dran. Jawohl! Ja, natürlich hat sie die Challenge Time bekommen. Brina macht Limbo. Nimmt auf, gell? Ja, nimmt auf. Der Brina ist jetzt hier bei Wilkinson und muss Limbo machen. Ja. Woo! Also ich habe gedreht und habe einen Small-Gewinn und zwar Selbstbräunung. Und die Daria den Hauptgewinn. Es gibt einmal ein Handtuch. Ein Rasierer. Ein Bikini-Trimmer. Ein Bikini-Trimmer. Und noch. Oh, die 5, die ist super. Ich mag sehr gerne. Ja. Ja, und ich hab. Sehr gut. Und Brina? Am Strand. Also, die Brina muss jetzt hier gerade ihren Eiweißshake selbst mischen. Ja, dann lauf doch nicht so schnell! Oh Gott, ich sehe gleich hat sie wieder ein Bein gebrochen. Denkst du, es ist fertig? Das sagt er dir, wenn es fertig ist. Also, Brina, bitte brich dir kein Bein, wir müssen nach Orlando fliegen. Also, es reicht. So, lass mich mal. So, Brina, magst du anfangen? Ja. Wir sind jetzt hier bei Dermalogica und mal gucken. Wir haben schon was gekauft und zwar ein Peeling. Und mal gucken, was wir noch kriegen. Und. Goodie Bag. Wir waren jetzt ganz kurz dabei, also ich war bei B-Routine und die anderen haben sich kurz hier hingesetzt und ich habe mein Glück nochmal versucht. Brina hat ja gestern schon gefangen. Heute gekämpft. Ja, sie hat jemand den Busen dabei gepetzt. Jetzt werfen sie heute nicht mehr. Sie ziehen aus der Menge oder geben was in die Menge rein, aber sie werfen nicht mehr, weil es gestern schon teilweise gefährlich war. Einer hat sogar komplett ihre Fingernägel verloren.
ich stand jetzt an der Seite und habe alles gegeben, schon mitgesprungen, habe abgedanced und ja, wurde ausgewählt und habe eine ganz große Tüte bekommen mit ganz viel Lidschatten und Masken und ach ja, da. Nee, oder? Also ich würde sagen, ich habe erstmal Lipgloss für die nächsten 10 Jahre. Und ja, was ist hier noch drin? Also man darf das mit so einer Schaufel sich aus so einem Bottich halt was rausholen für die ganze und die ganze Tüte befüllen. Ne? Und dann bei mir war es halt gerade. Was machst du hier? Ja, ich hab schon kurz. Also so Lidschatten von Smile Cosmetics. Simone. Wir wollen die jetzt nicht zählen. Willst du noch für deine Schwestern hier? Mit deiner Arbeitskollegin. So, ich brauche lebenslang kein Lidschatten mehr. Ich brauche lebenslang kein Lidschatten mehr. Also wie gesagt, ich konnte es mir nicht aussuchen. Ich musste mit so einer Schaufel und das war halt alles oben. Ich habe noch versucht, ein bisschen durchzumachen. Ja, darfst du dir mitnehmen. Weil ich bin nächstes im Disneyland. Wenn ihr mich trefft, kriegt ihr einen Lidschatten. Ja, also. Aber dieser Bündel hier ist das Beste. Ja. Also von wem ist denn der Lidschatten? Der Lipgloss. Auch von Smile Cosmetics. Ja, es ist gerade wieder richtig Party dabei. Also man muss halt einfach nur aktiv sein und dann hat man Glück. Lipgloss to glow. Lipgloss to glow. Ja, gegen Ende der Glow wird natürlich alles, sagen wir mal, verscherbelt. Hier gibt es jetzt einen Tisch, wo man sich halt was mitnehmen kann. Und ja, da stellen wir uns jetzt mal an. Und ich glaube, es gibt Serum, gerade gibt es Gummibärchen, eben gab es Eyeshadow. Ja, da stellen wir uns jetzt an. Naja, jetzt noch ja, wir haben das gestern schon gemacht. Ich bin jetzt hier beim DM Fotobooth und hier gibt es so eine Art, ich würde sagen, so ähnlich wie es beim Training Center auf dem Avengers Campus, so ein 3D Motion Picture gibt es hier und das sieht echt richtig cool aus. Ich blende euch das dann gleich ein, wenn ich dran bin. Also ja, von der Qualität super und ja, macht echt Spaß. Haben wir gestern schon gemacht, wie gesagt, und heute möchte ich es auch nochmal machen. Ja, hier seht ihr jetzt die Vorschau von meinem Bild. Ich blende es auch immer ein. Also echt cool. Und hier ist es kostenlos. Ja, wir laufen jetzt unsere letzte Runde. Es ist jetzt kurz vor 18 Uhr. Und ja, es ist. Können wir mal da lang leihen, weil da ist ja nichts. Ja, hier ist Waterdrop. Die geben jetzt gerade noch Wasser aus. Also, eigentlich sollte die Messe um 17.30 Uhr, glaube ich, schließen. Aber es sieht nichts danach aus, dass es gleich hier irgendwie schließen würde. Es ist noch ganz schön viel los. Bei DM und bei Wilkinson zum Beispiel. Also, ja. Hier gibt's Gummibärchen. Hi! Können wir noch einen für unsere Freundin haben? Die sitzt da hinten. Ich habe schon zwei, danke. Ja. Dankeschön. Scrunchies von BB. Gab's jetzt noch? Und wie gesagt, ich habe mich jetzt gestärkt mit ein paar Kraken. Magst du einen? So, jetzt bei Reed Techniques gibt es hier noch Goodie Bags. Und vielen Dank! Ja, weiter geht unsere Tour. Wir haben sie kurz unterbrochen, weil bei Real Techniques gab es Goodie Bags. Gut, dass Sabrina da gesessen hat und es beobachtet hat. Ja, wir gehen jetzt weiter und gucken mal, was es hier noch so gibt. Ob es hier noch irgendwo überhaupt was gibt. Kaffee ist auch leer.
keinen Kaffee mehr. Ja, hier ist B-Routine. Sieht auch eher aus, als würden sie nichts mehr machen. Ja, wenn wir was bekommen, dann denken wir natürlich an Brina. Denn ja, die soll ja natürlich nicht leer ausgehen. Wenn wir mal sehen, nehmen wir ihr natürlich was mit. Aber man merkt auch, die Mitarbeiter haben auch keine Lust mehr. Die sitzen auch schon in den Ecken und denken, oh, geht ja, doch alle nach Hause. Ja. 2 Tage Messe ist halt schon echt anstrengend. Ja, so langsam leert sich. Wir haben jetzt hier noch bei Womanizer eine Tüte bekommen und ein T-Shirt. Haben wir noch abgestaubt und ja, wir gucken jetzt noch. Hier gibt es diesen Red Pink Carpet, wo man normalerweise irgendwelche Influencer treffen kann. Aber man merkt schon, die Stände schließen. Gibt nicht mehr so viel. Alle möchten gerne nach Hause. Ja, bei Schäbens ist gerade noch eine lange Schlange, aber DM hat gerade zugemacht und generell DM war vor 3,5, also vor über 3 Jahren viel besser. Es gab viel mehr Produkte von DM. Ja, aber tatsächlich zwischendurch genauso so, nennt man Hot Drops, keine Ahnung, so also ein Wagen und man konnte sich was rausnehmen und ja. Generell war aber heute besser als gestern tatsächlich. Wir haben es aber auch öfter aufgeteilt und ja, aber lief gut heute. Also wir haben schon eine gute Ausbeute. Wir können uns nicht beschweren über die Produkte, die wir bekommen haben jetzt im Real Techniques, weil jetzt am Ende richtig geil noch. Hat sich echt gelohnt, ja. Aber ich denke, it's a wrap, würde ich sagen. Wir gehen jetzt hier noch was essen, einen Döner und dann werden wir auch nach Hause fahren. Brina muss ja noch, also wir fahren 1,5 Stunden zu mir. Brina muss ja dann nochmal 2 Stunden nach Hause fahren und ich denke, es ist jetzt gut, so viel gibt es nicht mehr und ich melde mich gleich nochmal von draußen. Ja, wir sitzen gerade hier noch bei Waterdrop und genießen Wasser, weil das Wasser war tatsächlich jetzt auch gegen Ende leer auf der Glow. Und ich hatte zwar irgendwo noch kleine Flaschen, aber irgendwo ganz tief in der Tasche und deswegen gab es jetzt hier Waterdrop mit dem Brombeergeschmack. Finde ich gut. Aber ich bin trotzdem nicht der größte Fan, weil mit dieser Nachgeschmack, also ich kann auch keine Coke Zero trinken, weil... Also bei Coke Zero finde ich es nett, aber hier finde ich, man hat manchmal so einen trockenen Hals danach nochmal, oder was? Ja, ich bin generell bei, also Coke Zero bin ich komplett raus, wenn dann kommt bei mir nur normale Coke ins Haus. Und ja, aber es schmeckt trotzdem. Aber es wird nicht mein Favorite sein. Man muss ja auch ehrlich sein, ne? wie das ist. Aber es ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, ich trinke jetzt aus und dann gehen wir Döner essen, habe ich ja eben schon erwähnt. Haben wir einen langen Weg zum Auto, aber den Vlog werde ich jetzt hier beenden. Kurz, ich habe es ja schon erwähnt, einige Marken haben uns gefehlt. Aber dennoch, heute war das ein guter Tag, ein bisschen besser als gestern, aber wir hatten auch eine bisschen andere Strategie als gestern. Wir haben uns so gut es geht aufgeteilt bei langen Schlangen und ja. Es ist eine gute Ausbeute gewesen und am Mittwoch kommt dann der Haul dazu online zur Glow. Also wird wahrscheinlich ein XXL-Haul. Es ist von 2 Tagen schon einiges dazugekommen, zusammengekommen. Ja, ich muss mal abstellen, damit ich euch auch gebührend verabschieden kann. Achso, ja, wir haben auch ein paar von euch getroffen hier auf der Glow, was wirklich immer sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Es gibt schon Nachrichten. Ja. Es ist weggegangen. Ja, ja. Keine Ahnung, ob es gesehen hat, aber auf Instagram reposten wir ja immer gerne. Und wir treffen euch immer sehr, sehr gerne. Also wenn ihr uns seht, einfach anquatschen. Wir waren aber ein bisschen verwundert, dass wir auch hier angequatscht wurden, weil das ist ja fremden Territorien und nicht in unserem Metier, wo wir ja sonst in Freizeitparks und Disneyland, ja, ist ja klar, dass da irgendwelche Follower dann uns mal wieder erkennen. Aber hier auf der Glow ist eigentlich so ein Beauty-Ding und so. Aber ja, einige von euch haben wir getroffen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank fürs Ansprechen. Und ja, wir werden uns jetzt auf den Nachhauseweg machen. Nächstes Wochenende geht's ins Disneyland Paris. Und ja, ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Die Princess Celebration beginnt, ja? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!